Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich habe mir eine neue Aufbewahrung gekauft. Ich habe doch diesen Aufbewahrungskasten auf dem Schreibtisch, wo ich ganz viele von diesen Fächern habe. Das ist quasi ein fertiges Gerüst. Und mir ist aufgefallen, dass ich eigentlich ein bisschen größere brauche. Das geht bei dem nicht. Und jetzt habe ich was von Stanley. Ja, Stanley gekauft. Und das ist quasi stapelbar und da gibt es verschiedene Module. Und so habe ich jetzt, glaube ich, genau das, was ich brauche. Einmal das. Ich halte das so ein bisschen schräg, dass es nicht so doll spiegelt. Das sind 30 Aufbewahrungen drin. Hier seht ihr die Aufbewahrung einmal komplett, wie groß das Ganze ist. Also es hat schon eine ordentliche Größe. Und ihr seht es hier oben. Wartet, ich mache mal die Plastikfolie ab. So, jetzt ist auch die Plastikfolie ab. Hier habt ihr, wie gesagt, einmal die Maße und da sind dann auch solche Boxen drin. Die Stanley-Dinger werden immer ohne diese Trenner verkauft. Ich brauche die nicht. Die müsste man bei der Marke quasi extra nochmal dazu kaufen. So, und wenn ihr mal guckt, die sind, also die kleinen sind quasi genauso groß wie die Boxen, die ich vorher hatte. Was ich gut finde, die sind komplett eckig. Das heißt, die hier sind so leicht abgerundet. Das heißt, ganz unten sind sie schmaler als oben. Die hier sind komplett viereckig. Das heißt, alles, was oben reinpasst, passt auch unten rein. Aber wie gesagt, von der Breite her tut sich da nichts. Davon habe ich jetzt 30 Stück. Davor hatte ich vorher 60 Stück. Also da habe ich mich quasi halbiert. Nur für das hätte ich jetzt aber ja natürlich nicht tauschen müssen. Das hier ist der Grund, warum ich getauscht habe. Guckt euch diese großen Boxen an. Die brauchte ich tatsächlich. Hier habt ihr einmal den Vergleich. Also von der Länge her sind die alle gleich lang. Die sind so ein Stück kürzer. Das heißt, hier zum Beispiel kann ich kein Washi-Tape reinpacken, weil es passt dann einfach nicht. Das ist zu hoch. Hier könnte ich ganz bequem auch mein Washi-Tape reinpacken, weil die Höhe da gar keine Rolle spielt. Habe ich mir jetzt so eine Aufbewahrung nur für Washi-Tape gekauft? Bei mir weiß man nicht, aber diesmal tatsächlich nicht. Aber ihr wisst alle, wie viele Sticker ich mittlerweile habe. Und hier guckt mal, wie toll die alle hier reinpassen. Das heißt, ich habe hier jetzt 9 Fächer und dieses Modul habe ich zweimal gekauft. Also 18 Fächer. Ich kann das Ganze schön beschriften. Und dann packe ich jetzt hier zum Beispiel meine ganzen Blumensticker rein. Weil ich habe jetzt einen Teil meiner Sticker im Regal so liegen. Den anderen Teil habe ich dann hier in der kleinen Aufbewahrungsbox. Einen anderen Teil habe ich quasi stehend lagern. Also ich habe ganz, ganz viele Orte, wo Sticker sind. Und so kann ich sie jetzt alle in die gleiche Box tun. Und ihr seht schon, da ist richtig viel Platz. Ich werfe einfach mal alles so rein, was ich gerade so an Stickern habe. Und ich habe halt so schöne Sticker, ne? Aber man vergisst ja auch ein bisschen, was man hat, wenn man nicht weiß, wo es liegt. So, ich würde jetzt sagen, jetzt ist das Paket wirklich voll. Würde dann so im Schrank stehen und hier könnte ich dann Feen schreiben. Fantasy. Natur. Wie auch immer. Und wir gucken jetzt mal, wie viele Pakete das sind, die ich hier reingestopft habe. Das würde natürlich nicht rausfallen, weil ich das Ganze natürlich dann hinstelle, aber dann kann ich es nicht filmen. 19, 20, 21, 22 und einzelne, also würden wir mal sagen, 23 Sets bekomme ich in ein so ein Fach. Das ist doch der Oberhammer, oder? Ich finde das richtig großartig. Und dann kann ich quasi meine kleinen Sachen trotzdem hier oben noch reintun und die großen Sachen hier unten. Und wie gesagt, das ist echt groß. So, ATCs passen hier natürlich auch rein. Also ohne Probleme. Da könnte man auch zwei Reihen nebeneinander machen. Dass man die quasi in so einer Box hat. Und es würde auch passen, wenn man sich hier dann so eine Aufbewahrungsstange für holt. Wie gesagt, halte ich jetzt für meine Pläne nicht für notwendig. Und das Tolle ist halt, Stanley gibt es schon sehr, sehr lange. Hat zumindest Timo gesagt. Und die Wahrscheinlichkeit, dass es die morgen nicht mehr gibt, ist relativ unwahrscheinlich. Das heißt, ich habe jetzt hier zwei Module. Ihr seht hier die kleinen Pimmelchen. Die passen hier perfekt rein. Und zack,
stehen die stabil aufeinander. Ich habe noch ein drittes Modul. Das heißt, ich kann das beliebig erweitern. Ne, jetzt habe ich drei Stück, das passt gut auf meinen Schreibtisch. Das, was da jetzt stand, wird quasi einfach ausgetauscht. Und ich kann mir überlegen, ob ich das später irgendwann auf den Schrank stelle und noch zwei Module drauf kaufe und habe halt nicht eine Aufbewahrung, wenn ich da irgendwas wieder ergänzen möchte, dass ich dann irgendwie hoffen muss, dass da was raufpasst. Und was halt auch ganz praktisch ist, es ist hier oben so ein kleiner Rahmen. Das heißt, ich kann jetzt zum Beispiel meine Acrylblöcke und meine kleinen Stempelchen habe ich in so einer Box. Die ist, ich weiß nicht, ob ihr das seht, warte kurz. Die ist eigentlich zu groß. Die ist breiter, aber dadurch passt sie hier trotzdem super rauf durch diese Halterung. Da muss ich mir keine Sorgen machen, dass die Katzen so ein bisschen mitspielen und dann alles durch die Gegend fliegt. So, aber man kann natürlich auch alles Mögliche draufstellen. Eine Idee habe ich noch. Oh, Leute, guckt mal. Ich benutze doch für alles meine Teebeutelchen, meine Teepackungen. Und die passen hier super rauf. Ne? Also es kann nach vorne und hinten ein bisschen gerutscht werden, aber mehr nicht. Ne? Und das ist natürlich großartig. Das heißt, da oben rauf kann man sich auch super nochmal eine weitere Aufbewahrung bauen. Und hat halt keine abgerundeten Ecken oder sowas. Oder wo man einfach gegenhauen kann, weil man diesen Schutzrahmen hat. Und ja, ihr Lieben, ich sortiere das jetzt ein bisschen ein. Und dann sehen wir uns nochmal wieder, wenn das Ganze eingeräumt ist. Und wie gesagt, dass das so stapelbar ist und miteinander kombinierbar, ist halt wirklich praktisch. Und man könnte natürlich auch, wenn man Einzelboxen holt, die noch oben drauf stellen. Aber ich denke, meine Tierboxen sind dafür genauso geeignet. Also ihr Lieben, das war's jetzt erstmal und jetzt räumen wir alles zusammen ein. So ihr Lieben, ich habe euch die nochmal aufeinander gebaut und gezeigt, um euch zu zeigen, was ich habe. Das ist das, was ich habe, was jetzt quasi wegkommt, erstmal vom Schreibtisch. Das ist das, was ich ganz neu habe mit den 1, 2, 3 Elementen. Da seht ihr jetzt quasi den Höhenunterschied. Und ihr seht hier schon, hier ist nicht zum... Ah, es kann nicht runterfallen, wie wir es hier haben. So, und ich habe ja noch diese Aufbewahrung, wo so ganz, ganz viele kleine Sachen drin sind. Und ich habe ja meine IKEA-Schränke mit diesen Boxen. Das heißt, wir gehen als erstes den großen hier durch, gucken, was wo drin ist, packen es entweder in meine Teddy-Boxen, die im IKEA-Schrank drin sind, oder in diese Mini-Boxen. Oder halt, es macht Sinn und bleibt in so einer. Hier hatte ich 60 Fächer, hier habe ich noch 30 in der gleichen Größe. So, und die anderen 30 werden quasi auf diese kleinen Boxen oder auf das hier verteilt. Ich verlinke euch alles drei nochmal bei Amazon, da habe ich das nämlich alles drei bestellt. Und wie gesagt, ich liebe diesen Schrank auch immer noch, aber für das, was ich aktuell brauche, ist er halt leider nicht mehr ganz so gut. Dafür habe ich jetzt zu viele von diesen kleinen Boxen. Ja, die sind einfach zu ähnlich von der Größe her, weswegen die jetzt mehr Sinn macht und ich mich jetzt hier mit diesen großen Dingern austoben kann. Und wie ihr seht, also von der Breite her ist der hier ungefähr so ein Stück schmäler und halt ja eine gute Handlänge höher, hat aber halt diese Auskerbungen, damit ich da was raufstellen kann. Und ich habe auch schon mal geschaut, ich könnte auch diese kleinen Boxen hier raufstellen, dass ich quasi oben nochmal eine Reihe mit diesen Boxen mache. Aber das weiß ich noch nicht genau. Aber jetzt räumen wir quasi erstmal den aus, verteilen das auf die drei anderen Möglichkeiten, die ich habe. Und ja, viel Spaß beim Zusehen. So ihr Lieben, es gibt eine kleine Planänderung. Ich habe die Boxen schon fleißig eingeräumt, ein Teil. Und muss sagen, ich bin total verliebt. Und habe mir jetzt noch ein paar mehr Boxen bestellt und bin da jetzt fleißig am Einräumen. Da ich die aber echt so cool finde, lade ich das Video jetzt einmal für euch hoch, dass ihr quasi seht, was ich für eine neue Aufbewahrung habe. Und dann kommt, wenn hier alles fertig eingeräumt ist, nochmal ein Video, was man da alles drin lagern kann. Aber ich glaube, auch das erste Video reicht euch so schon mal für den Anfang.
Und ansonsten lade ich hier irgendwie so ein 5-Stunden-Video hoch. Deswegen lieber jetzt ein Break und es kommt dann nochmal ein zweiter Teil. Also ihr Lieben, habt eine schöne Woche. Bis dann. Tschüss.